Ich wusste, dass Iskra zögern würde, diesen Preis anzunehmen. Nicht nur, weil sie ein sehr bescheidener Mensch ist, sondern vor allem, weil sie ihr Agieren im Wir sieht. Dem Wir, dem sie sich verpflichtet sieht und mit dem sie sich so eng verbunden hat. Leider wird dieses Wir, die unabhängige Kultur und Kunst in diesem Land, dieser immense Schatz und das große Potenzial an künstlerischem und kreativem Potenzial, über den Sie hier verfügen, so wenig wertgeschätzt und nicht gehoben. Vor allem die freie Szene hat es sehr schwer und kann nicht wachsen. Ich muss Ihnen allen hier keine Rede halten über die Rolle von Kunst und Kultur für eine Gesellschaft. Sie alle sind sich dessen bewusst. Nicht immer geht es nur um Geld. Es geht um dringend benötigte Räume, um Möglichkeiten, um Begegnung und Austausch, um die immer noch gekämpft werden müssen. Die sich dafür stark macht, den Glauben an das kulturelle Kapital Nordmazedoniens fest in der Gesellschaft zu verankern und kulturelle Partnerschaften über Grenzen hinaus zu knüpfen. Die Verleihung der Goethe-Medaille erfährt in Deutschland jedes Jahr sehr viel Aufmerksamkeit. Und so trägt die Auszeichnung für Iskra Gechoska auch dazu bei, dem Reichtum und der Vielfalt der mazedonischen Kultur international mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Верувам дека обществените динамики може да бидат потикнувачки и отворени само преку слободната размена на храбри индивидуи, кои вечерва ги има овдека многу, кои успеваат да сочуваат својата автономија, здружувајќи се и создавајќи силни и вибрантни платформи на солидарност и на единство на различностите. А најмногу верувам во тоа дека никој не може сам да чекори по патот, ниту пак дека може сам да создаде какво било вредностно јадро. Токму затоа, без двоумање, велам дека ова признание не ми прибаѓа мене, туку на сите оние со кои заеднички сме чекореле низ предизвикувачките социокултурни сцили и харибди, без да ставиме восок во ушите.